Hallo zum Sport. Es wird und darf wieder Tennis gespielt werden. Natürlich auch auf der Anlage an der Rudolf-Harbig-Straße des TV Reutlingen. Am Sonntag geht es für die Jungs des TVR endlich los. Am ersten Spieltag in der zweiten Tennis-Bundesliga tritt der TVR beim TC Blau-Weiß Oberweier an. Die ersten Heimspiele steigen dann in einer Woche, freitags gegen Weinheim und am 18. Juli gegen Augsburg. Mit einigen Bekannten und natürlich einigen neuen Gesichtern. Im vergangenen Jahr musste die Saison ja Corona-bedingt abgesagt werden. 9 Teams sind nun insgesamt dabei. Ludwigshafen und Weinheim werden stark eingeschätzt. Besonders reizvoll ist wieder der Vergleich mit dem TC Wolfsberg Pforzheim und am letzten Spieltag im August steigt das schwäbische Derby gegen den TEC Waldau. Wir waren, wie schon kurz vermeldet, bei der PK unter der Woche dabei und haben mit Trainer Daniel Stör und mit dem Manager, genauer gesagt mit dem Geschäftsführer der TV Reutlingen Sport GmbH, Marc Linsenbolz, über die Ziele, den Kader, die Rahmenbedingungen und den Start der anderen Teams gesprochen. Nach der langen Pause, nachdem ja vergangene Runde nicht gespielt wurde, Vorfreude groß, oder? Ja, wir freuen uns riesig, klar. Das war schon extrem schade, dass wir letztes Jahr nicht spielen durften. Wir freuen uns deshalb umso mehr. Ich freue mich riesig auf die Jungs. Ich freue mich riesig, dass es losgeht. Ein Auswärtsspiel in Oberweier, da geht es gleich um die Wurst. Da müssen wir versuchen, gleich zu punkten. Und dann haben wir 2 Heimspiele, Freitag und Sonntag die Woche drauf. Aber jetzt gucken wir erstmal in Oberweier, wie wir da zu Rande kommen und wir freuen uns riesig. Ja. Bleiben wir gleich bei der Liga. Daniel, kurz zum Modus vielleicht. 9 Teams sind am Start. Auf Abstieg, wie ist das geregelt und wie schätzt du die Konkurrenz ein heuer? Konkurrenz ist immer schwierig einzuschätzen. Jetzt gerade nach so einem verlorenen Jahr, in Anführungsstrichen, die Teams müssen oder die Clubs, die Vereine müssen, denke ich, schauen, wie sie zurechtkommen mit dem Geld auch. Deswegen ist es nach wie vor einfach schwierig einzuschätzen. Man muss ein paar Spieltage mal ins Land gehen lassen. Dann wird man sehen, dann wird sich schon auch was herauskristallisieren. Ansonsten vom Modus her ist einfach so, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, wer von oben absteigt. Und vielleicht zieht auch die eine oder andere Mannschaft wieder zurück. Dann steigen nicht 2 ab, sondern nur einer. Also da ist nichts Genaues definiert. Deswegen heißt für uns einfach jedes Spiel versuchen zu gewinnen, logischerweise. Wir versuchen gleich am Anfang möglichst viel zu punkten, dass wir den Klassenerhalt möglichst schnell sichern und dann können wir auch befreiter aufspielen. Wie sieht es mit dem Kader aus? Welche bekannten Gesichter sind wieder dabei? Welche Neuzugänge habt ihr am Start? Bekannte Gesichter sind Gerard Granollers, Jordi Sampamontana auf jeden Fall, Flo Fallert auch nicht zu vergessen, Andreas Heider-Maurer. Dann auch Nico Hornicek, freue ich mich auch sehr, dass wir den auch verstärkt einbinden wollen dieses Jahr. Und ansonsten haben wir vorne mit Aragon und Chianu 2 super Spieler, die vorne drin gemeldet sind. Und ich denke, wir sind gut aufgestellt. Die Saison kann kommen. Genau, und es ging ja auch schon los in den unteren Ligen. Ihr habt ja auch die zweite Mannschaft in der Württemberg-Liga am Start, die dritte in der Oberliga. Also das ist ja auch ein guter Unterbau dann im Hinblick dann auch auf die Zweitligamannschaft, wenn ihr da mal zurückgreifen müsst. Auf jeden Fall ein Riesenvorteil, den wir schon über Jahre hinweg haben. Auch ein weiterer Vorteil ist jetzt natürlich auch, dass viele Turniere nicht gespielt werden konnten, beziehungsweise viele Spieler konnten einfach keine Matches spielen. Die Liga hat schon angefangen, die Württemberg-Liga. Und die Spieler, die Jungs konnten schon spielen, also die stehen voll im Saft, die haben schon ein paar Matches hinter sich. Die können wir problemlos einsetzen, jederzeit. Also klar, Nico ist auf jeden Fall immer ein Highlight, vor allem für die Leute hier, für die lokalen Leute. Ansonsten freue ich mich persönlich auf die Spanier sehr, auf den Gerard und auf den Jordi. Die haben immer für Gänsehautmomente gesorgt bei uns auf der Anlage. Ich denke, das werden sie dieses Jahr genauso wieder tun. Und ansonsten freue ich mich aber einfach komplett auf den ganzen Kader und dass es einfach auch wieder losgeht. Wir werden auch die Neuen versuchen, so gut wie es geht, einzubinden. Und das ist uns immer gelungen und das wird uns auch dieses Jahr wieder gelingen. Marc, letztes Jahr leider keine Spiele, zweite Liga, TV Reutlingen. Jetzt geht es wieder los am Wochenende. Nach der langen Pause, denke ich, ist auch die Vorfreude besonders groß. Ja, das war jetzt eine sehr lange Pause.
Wir freuen uns riesig drauf auf viele Matches, vor allem enge Matches. Wieder Spannung hier auf der Anlage. Sind jetzt sehr gespannt, dass es losgeht. War das jetzt im Vorfeld schwierig, Stichwort auch Reisebeschränkungen und so weiter, diesen Spielerkader zusammenzustellen? Du bist ja da jetzt so schon seit Monaten oder noch länger mit beschäftigt. Ja, Zusammenstellung war ja schon im Winter. Da waren die Beschränkungen noch ein bisschen anders. Da haben wir vielleicht gedacht, eher im Sommer wird es viel entspannter. Jetzt haben wir seit dieser Woche die Aufhebung der Reisebeschränkungen mit England und Portugal bekommen. Schauen wir mal, wie das wird. Wird sicherlich vielleicht noch ein oder anderes Problem auftreten, aber wir bekommen das mit unserem Kader auf jeden Fall hin, dass wir schlagkräftig sind für jedes Spiel. Genau, grundsätzlich seid ihr wieder so aufgestellt wie zuvor auch. Einige junge Spieler hier aus Deutschland, einige bewährte Kräfte, unter anderem aus Spanien und auch ein paar neue Gesichter sind heuer mit dabei, oder? Genau, also wir haben angeboten, auf jeden Fall den letztjährigen Kader wieder zu verpflichten, auch aufgrund der Situation, ihn anzubieten. Hatten ein, zwei Abgänge, die haben wir gut kompensiert, denke ich. Wir haben ein paar gute Spieler da vorne bekommen. Und wichtig war auch für uns, unsere deutschen Spieler, unsere eigenen zu integrieren, wie Nico Honicek, auch ein Jimmy Young, der schon lange da ist. Und dann auch unsere Nachwuchskräfte, dann Kevin Hümpfner, Chrissy Wedel und Max Renz auf der Meldeliste zu haben, dass wir auch im Notfall, wir wissen ja nie, was passiert, Corona-bedingt dann auch, immer bereit sind und auch mit dem deutschen Team antreten können. Und ein Sanogo war sportlich einfach nicht zu halten, der ist schlicht zu gut geworden. Ja, der ist schlicht zu gut geworden. Der hat jetzt ja ein Wahnsinnsjahr wieder gespielt. Hat jetzt, ich glaube, Top 30 steht er momentan. Mega, freut mich sehr für ihn, weil ich weiß doch, dass er im ersten Mal hat er Württembergliga für uns gespielt und ich saß auf seiner Bank. Ein ganz lieber Kerl, aber das ist einfach eine andere Welt jetzt für ihn. Ja, da braucht er nicht mehr für uns leider spielen. Insgesamt, Marc, wie seid ihr so durchgekommen durch die Phase? Wir haben es auch gehört auf der Pressekonferenz, die Spieler sind euch auch ein bisschen entgegengekommen, weil es halt einfach eine andere Zeit ist. Ihr hattet ja auch ein paar Einbußen, Stichwort Hallenbelegung. Wie geht es im TVR insgesamt jetzt so im Juli 2021? Ja, also die Hallen waren geschlossen lang im Winter und es sind natürlich einige Halleneinnahmen weggebrochen. Und deswegen sind wir sehr dankbar unseren Sponsoren, die uns tatkräftig unterstützen, also finanziell in dem Sinne, dass wir das weiterhin stemmen können. Und auch ein großes Dankeschön an die Spieler, die uns entgegengekommen sind und Corona-bedingt auf Einbußen in Kauf nehmen, dass wir die Saison finanzieren können, ja, und weiter Teil der zweiten Liga sein dürfen. Genau, und ihr habt noch einige andere Teams am Start, die haben schon gespielt, die Damen in der Regionalliga Südwest und auch die Herren 2 in der Württembergliga, Herren 3 in der Oberliga, also ihr seid auch in diesen Ligen gut aufgestellt und mit guten Teams vertreten. Ja, das ist auch ganz gut. Die Damen haben jetzt 3 Spiele gehabt, leider 2 verloren, 1 sehr, sehr knapp im entscheidenden Doppel-Match-Tiebreak. Aber da haben wir jetzt 4 Heimspiele noch vor uns. Da freuen wir uns drauf und da wollen wir noch den ein oder anderen Punkt holen natürlich. Genau, da bleiben wir kurz bei den Damen. Am Wochenende 2 Heimspiele, Samstag, Sonntag hier auf der Anlage. Was geht da? Hoffentlich Punkte für uns. Wir sind gespannt, wer vorne bei uns aufschlägt. Natürlich da auch immer nicht einfach wie bei den Herren, die in den Turnieren drin sind, aber wir sind dran und wir gucken, dass wir eine schlagkräftige Truppe an Mädels haben, um hier auf der Anlage gute Spiele zu zeigen und am Ende dann als Sieger hoffentlich dazustehen. Genau, die erste Spiel in Oberweier zum Auftakt, erste Heimspiel dann gegen Weinheim. Was habt ihr grundsätzlich für Bedingungen zu erfüllen hier auf der Anlage? Bleiben die Preise gleich? Muss man irgendwas beachten, wenn die Zuschauer hierher kommen wollen? Und es sollen sehr hoffentlich, wenn es geht, zahlreich. Ja, wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer, dass hier wieder schöne Stimmung ist. Preise bleiben gleich, also wie immer, wie die letzten Jahre auch. Und Anlage natürlich Corona-bedingt wird es Veränderungen geben. Wir haben ja das Glück, dass wir eine Freiluftsportart sind und auch eine sehr große Anlage haben, aber wir müssen mal noch genau mit dem Ordnungsamt sprechen über Auflage von Maximalpersonen. Deswegen wäre immer geschickt, natürlich früh zu kommen, dass man da ist und Abstand natürlich. Aber wir versuchen das natürlich alles hinzubekommen und Corona-gerecht dann zu gestalten. 8 Spiele habt ihr zu absolvieren, 4 heim, 4 auswärts. Ganz kurz nochmal zu der Zielsetzung, Klassenerhalt, das primäre Ziel oder wie würdest du es aus, sagen wir, Managersicht das Ganze ein bisschen einschätzen? Was kommt da auf euch zu und wie stehen die Chancen? Ja, also primäres Ziel war richtig formuliert, wir wollen auf jeden Fall drinbleiben in der Liga. Wir wollen nächstes Jahr mindestens 2. Liga spielen. Ich denke, mit unserem Kader können wir auch oben im oberen Mittelfeld mitreden. Wir können sicherlich jeden ärgern und schlagen. Hängt natürlich immer zusammen, damit wir die Gegner auch antreten. Und wir schauen mal, was passiert. Wir wollen möglichst früh Punkte einfahren, um dann den Rückenwind zu bekommen, eine tolle Saison zu spielen. Okay, Marc, dann drücken wir da die Daumen, hoffen, dass es gleich gut losgeht auswärts. Und dann das erste Heimspiel eine Woche drauf, Weinheim. Die Damen spielen jetzt am Wochenende 2-mal zu Hause, also immer was los beim TVR. Jetzt
nach langer Durststrecke wieder und ja, wünschen allen Teams und dem TVR alles Gute für die Saison. Vielen Dank, Dankeschön. Also, der TVR ist gerüstet. Die weiteren noch nicht genannten Gegner heißen übrigens Würzburg und Heinz Acker. Die Runde geht bis zum 8. August. Bereits am Samstag und am Sonntag spielen die Regionalliga Damen des TVR zu Hause. Erst gegen Leonberg und dann gegen Karlsruhe. Ja, und dann hoffentlich bei besserem Wetter. Die Bilanz der Damen bislang: ein Sieg und 2 Niederlagen, eine davon knapp. Die zweite und die dritte Herrenmannschaft hat jeweils beide Auftaktpartien gewonnen. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.